So, und willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines. Diese Folge wollte ich nochmal zur Korrektur berichtigen. Der Marco hat mir geschrieben, also der Marco Heinrich hat mir geschrieben, dass es ihm auch aufgefallen ist, dass ich bei dem einen Kreisverkehr den Anschluss statt einer Einbahnstraße in beide Richtung gesetzt habe und das am rechten Kreise, da wir nur zwei Kreise direkt nebeneinander haben, schätze ich, er meinte den hier, also wenn wir von oben gucken, sehen wir halt nur einen einzigen Kreise, sehen wir hier, dass das in beide Richtungen ist, immer. Falls ihr euch wundert, wieso da hier nur drei Pfeile sind, das liegt daran, dass es halt nur auf eine drei Breitstraße geht. So. Deswegen werden da halt nur drei Spuren angezeigt, die rübergehen. Hier ist das mit Absicht. Genau wie da und da, dass wir dort normal dreispurig in jede Richtung haben. Und außerdem würde sonst in der Mitte von jeder sechsspurigen Straße, die in beide Richtungen geht, hier so ein Strich drin sein. Als Trennlinie ist hier aber nirgendwo. Ihr könnt mich gerne darauf hinweisen, nochmal, falls euch das aufgefallen ist, wo das war. Oder wo hier oben, aber hier oben glaube ich nicht. Dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich werde es mir anschauen. Und mir fällt gerade eine nächste Sache auf, die wir ausmachen können. Und zwar sind das da die scheiß Verkehrsampeln. So. Dann stauen die sich da wenigstens nicht. Ich wollte gerade sagen, das sind alles Taxen. Wie bei SimCity, aber es sind nur gewöhnliche Food Trucks. So. Der hat abgeliefert. Hier unten das Industrieviertel baut sich aus. Hier oben fahren jetzt auch die ersten LKWs rein und raus. Hier unten ist natürlich der Verkehr noch da. Und einige haben sich auch so ein bisschen darüber beschwert, dass der Sonnenmove-Dings hier so dunkel ist. Also die Sonnenbewegung und sowas, wenn die rüberkommt und Richtung Nacht verschwindet, dass es dann ziemlich dunkel ist und man eigentlich nichts sieht. Also es ist mit Absicht so, dass man da nichts sehen soll. Ich weiß nicht, ob man da was einstellen kann, so Feinheiten und sowas. Das ist ein bisschen verwirrend immer, sich das anzuschauen. Aber ich mache das nicht mit Absicht. Es ist einfach so vom Spiel her. Und deswegen lasse ich das auch. Und der ein oder andere hat, beziehungsweise glaube ich nur einer, hat mich bislang auf einen Mod darauf aufmerksam gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der Kerl, aber der hatte geschrieben, erstmal ein Grüße an den Kerl, falls der sich jetzt, denkt, er ist gemeint. Der mir als private Nachricht geschrieben hat, dass es einen Mod geben wird, eventuell bald, der für die Straßenzuordnung ist, also in welche Richtung man die ganzen Wege verlaufen lassen kann. Also an denen erstmal liebe Grüße. Dankeschön, dass du mir mich darauf hingewiesen hast, beziehungsweise darauf aufmerksam gemacht hast. Und ja, ich finde den Mod echt cool, wenn der endlich mal rauskommt. Und ja, ich freue mich. So, jetzt machen wir hier erstmal die Ampel aus. Hier passt das genau. Wetten, die ziehen hier erstmal alle ein und dann ist hier so Totenstille wie hier drüben? Ich wette. Na gut, so viel Totenstille ist hier nicht, weil hier doch schon der ein oder andere Verkehr durchgeht, aber die meisten fahren jetzt hier halt hoch und fahren dann direkt da oben ins Industriegebiet oder auf die Autobahn, was eigentlich total umständlich ist, weil wenn sie hier fahren, werden sie gleich auf die Autobahn. Aber okay, es kann sein, dass sie denken, dass da halt es länger dauern könnte über die Autobahn, obwohl die frei ist. Meistens. Zu 99%. Na gut, wir lenken jetzt mal ab von der Ecke, aber das ist was anderes. Und so, da oben brauchen wir erstmal nicht die Ampel ausschalten, hier auch nicht. Hier haben wir nur die normalen, genau. So,
Ich wollte nur hier oben die Ampel ausschalten, weil das ja eigentlich eine Nebenstraße ist und die nicht so wirklich hart befahren wird. Okay, das hörte sich auch falsch an. Und ja, genau. Hier drüben können wir jetzt dann erstmal noch so ein bisschen Industrie ansiedeln lassen, bis hier vorne. Und dann hier Bürogebäude vor, damit es halt nicht so auffällt. Hier läuft das auch gut. Hier laufen die Züge auch wunderbar. Weil wir jetzt hier oben auch über die Kreuzung fahren, die ja gut weg. Das ist schön. Ich frage mich nur, wann der erste Knoten da oben auftaucht. Weil das nicht geht. Genau. Bevor ich hier groß weiter drum herum laber, wir wollten hier das machen, dass wir jetzt hier mal Buslinien erstellen. Welche Richtung geht denn die Brücke? Geht doch hier rüber? Ja. Ach, was für ein Scherzkeks. Ist das sein Ernst? Okay, das ändern wir hier mal in die andere Richtung, beziehungsweise in beide Richtungen. Weil ich würde gerne nämlich die Leute von hier auch in einen der Bahnsteige reinbringen. Dann brauchen die nicht unbedingt darüber laufen. Nee, da wollte ich den eigentlich nicht rein haben, aber zum Beispiel da. Und dann halt hier drüben wieder, ganz normal. Dafür halten wir erstmal das Spiel an. Dann können wir, wenn ich jetzt mal an das normale Busdepot das... Können wir hier erstmal zwei Busdepots bauen. Dann machen wir hier auch gleich die ersten Linien. So. Schön durchs Herbstviertel. Ein bisschen vorantreiben. So. Da wollen wir auch hier hinten hin. Ja, jetzt hätten wir hier eigentlich auch noch die Verbindung, dass wir hier sagen können, okay, da hier auch einer lang fährt, könnten wir auch hier die Leute mitnehmen. Und dann darüber fahren. Oder wir fahren halt direkt drüber. Haben wir zwar halt das Problem, dass wir da eine Haltestelle mal nicht anfahren. Aber das ist auch nicht das größte Problem, also denke ich jedenfalls. Ich weiß ja nicht, wie ihr das bislang so seht. Ob ihr das eventuell genauso seht wie ich oder anders. Könnt ihr einfach in die Kommentare schreiben. Ich bin ja immer offen für sowas. Hier oben machen wir dann das. Setzen zum Beispiel da nochmal dazwischen eine. Obwohl, nee, die wäre zu nah. Da eine. Dann da. Und dann fahren wir hier rein ins Industriegebiet, pendeln hier so ein bisschen rum. Ja, können wir ja. So. Zack, zack. Und dann wollen wir... Kommen wir denn hier am besten zurück, ohne durch den Kreisel zu fahren? Ach du Heiliger. Das ist ja auch eine Route. Ah ja, wir haben ja hier keinen Abzweig drin. Okay, wir müssen mal kurz was machen. Ich würde es aber gerne in die andere Richtung bauen. Höhe schon belegt. Da hier eh keiner rausfährt. Machen wir das so. Dann geht es hier wieder zurück. Dann nach da. Nach da, dann haben wir hier nämlich erstmal schön den Betrieb aufgenommen gleich. Ich hätte jetzt gesagt, okay, lass hier hinten hinfahren direkt, aber hier haben wir ja Autobahnen, ne? Okay,
Genau, hier hatten wir Autobahn. Ja, dann machen wir das doch erstmal so. Ja, einige freuen sich jetzt darüber, vor allem die Anwohner. Hier eventuell nicht so wirklich. Ich kann auch. Also ich könnte das nachvollziehen, wenn ihr da wohnen würdet, aber das tut ja keiner von euch. Deswegen kann ich das im Moment mal nicht so ganz berücksichtigen, wie ihr eventuell denkt. Dann fahren wir auch hier lang. Dann machen wir hier da den Weg. Fahren dann nach da oben. Machen dann hier oben erstmal dicht und jetzt können wir eigentlich drauf warten. Ah ne, Wetten am Strom, mangelt es denen gleich? Und dann meckern so, wir haben keinen Strom. Aber dafür haben wir jetzt ja gesorgt und die Busse fahren hier auch raus. Passend. So. Waren hier 30 Busse raus oder was? Dass da nur oben einer rauskommt? Wahrscheinlich. So. Genau. Das sieht gut aus. Nee, da fahren 10, jetzt fahren da 2. Okay, die drehen erstmal alle ihre Runde. Da ist hier überhaupt einer mal reingefahren. Nö. Ich meine, weil die alle hier so dicht dran sind, fahren die einfach hier vorne direkt rein. Oh, guck mal, wie viele schöne rote Busche hier reinfahren. Sehr schön. So. Da hinten fährt jetzt der erste auf die Autobahn. Hier fahren jetzt die ganzen Stadt- bzw. die ganzen Industriebusse auch lang. Was wir noch machen könnten, wäre für die Industrielinie hier eine Haltestelle reinzusetzen. Aber das bräuchte man jetzt zwingend auch nicht. Dann haben wir wenigstens hier schon mal ein paar Buslinien. Und dann kommt es jetzt zur U-Bahn. So. Also eine U-Bahn kommt schon mal dahin. Und die andere da vorne. Dann kann man hier unten nämlich schon mal ein Stück durchziehen. So bis dahin. Überlegt man jetzt, wie macht man das hier am besten? Baut man hier zwischen noch eine oder nicht? Wahrscheinlich. Ja, höchstwahrscheinlich bauen wir hier zwischen noch eine. So. Oh komm, was wollt ihr denn jetzt schon wieder? Achso. Der Rahmschnitzel geht online im Stream. Machen wir das so. Jetzt haben wir die Haltestelle auch da nicht so besonders verrutscht. Genau. Dann können wir jetzt hier erstmal nochmal zurückbauen. Dann bauen wir einfach hier eine Haltestelle dazwischen. Können dann natürlich hier auch noch sagen, okay, da wir da noch eine Verbindung machen können, machen wir das so. Dich machen wir dann dahin. Machen wir von da noch die Verbindung hier vorne ran. So. Sieht chaotisch aus. Darunter gucken wir aber eh nie. Deswegen ist das egal. Dann können wir noch da hinten. Und hier zwischen kann auch noch einer. Nehmen wir zwar den ganzen Busverkehr schon wieder ab, aber wir haben hier wenigstens die öffentlichen Verkehrsmittel übernommen. Kommt dazwischen noch eine. Wollte ich eigentlich hier vorne noch eine durchlaufen lassen. Und wahrscheinlich auf der Seite hier irgendwie. So. Die läuft dann bis hier vorne. Und dann bis hierher.
Dann verbinden wir die so erstmal miteinander. Genau. So. Machen wir das so. Dann machen wir da anfangen. Fahren wir hier einfach im Kreis. So. Hatten wir hier eigentlich eine Haltestelle? Nö. So. Dann haben die jetzt auch in beide Richtungen jeweils hier eine U-Bahn. Hier kann man dann noch ranbauen und sagen, okay, da das hier hinten noch weiterführt, machen wir hier hinten noch die Versorgung dran. Aber deswegen machen wir da einfach die Versorgung so. Dann Hauptstraße. Nebenstraße. Nebenstraße, Hauptstraße. So, dann decken wir nämlich hier den kompletten Bereich erstmal wieder total mit Wasser ab. So, natürlich hätte man sich jetzt auch Teile sparen können. Aber wieso sparen, wenn man das Geld hat? So. Hier hinten setzen wir da einfach die dran. Weil wir es können. So. Machen wir da, nach da. Nach da, nach hier und dann auch noch nach da. Was ich schade finde im Vergleich zu Cities in Motion, falls wer das Spiel kennen sollte, ist, dass es keine doppelten Bahnsteige gibt, beziehungsweise einfach Bahnhöfe im doppelten Format. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Weil man doch so viel mehr machen könnte, dass man dann auch sagen kann, okay, ich möchte dann den Stau vermeiden. Machen wir einfach zum Beispiel einen X-Bahnhof hin auf zwei Etagen oder halt zwei Etagen übereinander in einer Linie, damit wir mehr Güter wegkriegen. Aber nein, das geht ja nicht. Oder bislang noch nicht. So. Oder ich weiß nicht, ob das überhaupt gehen soll. Dann machen wir jetzt hier, weil wir auch eine Linie dorthin machen können. Machen wir erstmal. Irgendwie. Ja, sorry, ich weiß, dass ich euch jetzt da die Strecke gekappt habe. Aber. Ich will das ja auch so machen, dass man hier hinten zum Beispiel noch dran kann. Von hier aus dann noch nach da. Dass man auch noch hier zwischen einfach eine zieht, falls da Leute hinwollen oder nicht. Und dann hier auch halt zurückfahren, damit das Ganze passt. Genau. Jetzt könnte man natürlich noch sagen, okay, man kann die Strecke noch ein bisschen erweitern, indem man dann hier unten einfach noch von da nach da oben die Strecke durchzieht oder ziehen würde. Dann könnte man natürlich die Strecke komplettieren und das wäre auch gar nicht so schlecht. Dafür nehmen wir dann hier erstmal die Linie, ziehen die bis nach da. Jetzt dauert das wahrscheinlich einen Moment, genau. Kommt da noch die zweite Haltestelle hin, passt. Dann rufen wir die auch noch dahin. Und jetzt auch einen kleinen Moment. Und dann schmeißen wir die einfach da rein. So. Erstens möchte ich da eine. Und dann möchte ich da auch eine. So, dann haben wir hier erstmal eine vollständige Linie, die auch nichts blockiert oder sowas.
die dann auch bis hier runterfährt, wo der Umstieg ja sein soll. Wir sehen die ersten Leute, wir sehen die ersten Leute. Aber, was mich wundert, dass die da nicht rüber können. Daran hat er, Water von dem Ganzen hier nicht gedacht, dass die Leute auch irgendwo rüber sollen. An alles denkt er nur das nicht. Oh. Wir sollten das so machen. Oh. Das war auch die falsche. So. Dann kann er da nämlich rum. Hat er hier. Aha, was für ein Kerl. Der hat dann die Einzelstraßen genommen gehabt, meine ich. So, jetzt haben wir hier wenigstens das Ganze. Und jetzt bekommen wir hier wieder den Sonnenuntergang. So sieht das natürlich affengeil aus. Dankeschön, dass ich hier angeschrieben werde. Und ja, so. Erstmal Handy auf irgendwas, was nicht so schnell irgendeinen Ton macht, wenn es vibriert. Oh. Ja, hier sehen wir doch schon ganz schön Betrieb. Die Leute können jetzt hier auch eigentlich rüberlatschen, mal zur Bushaltestelle. So. Es wäre Nacht und es wurde Nacht. Ne? Wir sind jetzt bei gut 20 Minuten. Was ja schon mal nicht schlecht ist. Oder sowas, aber... Das soll es auch langsam für diese Folge wieder gewesen sein. Füllen wir hier noch so ein bisschen aus. So. Dann können wir hier unten noch das so machen. Und dann meinetwegen hier das. Hier oben dann den und den rein. Das. Und dann kommt ihr auf die Seite eh schon. Die Industrie. Und ja, hier sollte es dann auch langsam so weit sein, dass die hier bauen. Oh, genau, am Arsch der Welt bauen die Leute. Wie soll man jetzt von da hinten Stromversorgung machen? Ey, ihr seid Pfeifen, Alter. Okay, was man jetzt machen könnte, schnell, weil wahrscheinlich hier eh einer bald reinbaut. Hoffe ich jedenfalls. Da eine Verbindung schon mal zum Laufen bringen. So, sobald die hier nämlich ein Haus bauen, was sie jetzt tun, kann man nämlich diese Verbindung hier abreißen. Und jetzt muss man nur noch warten, dass die hier hinten ordentlich lang bauen. Ja, ihr meckert gleich wieder rum, ihr habt keinen Strom. Nö, meckern sie sogar nicht. Mich wundert's. Dann sollte das hier nämlich so weit gehen. Genau. Hier haben wir ja unseren schönen grünen Weg, der hier lang läuft. Nicht zu schlecht, aber auch nicht zu grell. Ist jetzt schon wieder Sonnenaufgang? Was? Wir sind doch noch gar nicht so lange jetzt dabei, oder? Ist jetzt schon wieder Sonnenaufgang ist. Und hier könnte dann das Industriegebiet langsam rein. Beziehungsweise müssen wir mal gucken, wie es mit dem Müll aussieht und wo es stockt. Also wo es stockt, ist hier drüben so ein bisschen. Okay, da könnte man jetzt theoretisch da noch eine reinkloppen. Oh, hier sieht das genauso aus. Und dann zappen wir da einfach mal nicht lange. Wir setzen da einfach eine rein. Also eine saubere Methode. Zum Recycling. Können wir da auch eine reinsetzen noch. Hier oben ist dasselbe Problem. Da machen wir dann noch einen Wertstoffhof. Hier auch. Da oben haben wir eh schon. Jetzt geben wir mal wieder ein bisschen Geld aus. So, wofür Geld haben, wenn das eh schon fast wieder weg ist. Dann könnt ihr da noch einer rein und da noch einer rein. Ja, seid froh, es verdreckt euch nicht die Erde. Nicht mal das berücksichtigen sie. Mich schämen so. So. Und kann das... Nee, die müssen... Ah ja, wir haben hier oben nie die Strecke komplettiert.
Ups. Wollte mich gerade fragen, wie kommen die denn eigentlich hier rüber? Aber dazu gibt's ja hier die Übergänge im Normalfall. Jedenfalls. So, dann können wir sogar. Ich wollte gerade sagen, da können wir sogar zwei setzen, aber nein, es ist nur einer. Ein bisschen. Ach, der hat sich da drüben angeschlossen. Okay. Ah, eigentlich brauchen wir das auch gar nicht mehr. So, genau. Strom. Sind wir da irgendwie mit dem Budget runtergegangen? Oh ja. Dann erhöhen wir das mal so ein bisschen. Krankenmäßig, wie sieht das denn aus? Ihr meckert da eh rum, da brauche ich mir keine Sorgen machen. Ihr habt da drüben ein Krankenhaus, aber ihr fahrt trotzdem nicht hin. Hier ist es egal. Hier oben, da habt ihr auch eins. Ihr habt hier auch eins. Ja, der. Wieso wird denn das hier nicht mal genutzt? Der ist voll, das weiß ich. Das wird auch nicht genutzt. Normalerweise dürften die sich nicht beschweren. Hier oben, das wird auch nicht genutzt. Naja, das geht so. Hier hinten ist das auch okay. Genau, die fahren auch nicht. Wo hatten wir das andere? Da fährt auch nichts. Fährt hier mindestens einer. Oh ja, hier fahren auch wieder 24 Wagen durch die Gegend. Geil wäre, wenn man hier so Wasserbrunnen oder sowas reinmachen kann. Was man auch noch machen kann, weil ich habe ja so ein paar neue Gebäude mal reingeholt ins Spiel. Erst hier Marina Bay Resort. Das könnten wir mal hier so schön platzieren. Das wirkt auch ganz nett so, auf mich jedenfalls. Das ist nämlich hier einfach so ein ja, Resort halt direkt am Wasser gebaut. Was eigentlich total geil aussieht. Natürlich braucht es jetzt hier irgendwie Strom. Oh, 20 kW. Nein. So. Dann lassen wir das wenigstens da anlaufen. Wie sieht es denn hier aus mit Wasser? Wir können ja hier eh erstmal erweitern. Das wäre eigentlich die nächste Idee. So, wir erweitern mal kurz nach hier oben die Grundstücke. Oh, wir haben da wieder jede Menge Öl. Was ist das? Überfluss an Erzen haben wir auch nicht. Wald haben wir dafür wieder. Jetzt geh da weg, du Tweet. Ein bisschen Getreide, sehr viel Wald wieder. Kein Öl. Dafür Wald, Getreide bzw. Landwirtschaft und Erze. Und dann noch mehr Erze. So, jetzt haben wir erstmal wieder. Wie viel Geld wir da ausgeben, alter Schwede. Ohne Witz, das ist ja ein Horror. So. Dann ist die Frage, lassen wir die Autobahn hier einmal quer rüberlaufen, beziehungsweise können wir hier irgendwie einen Hafen. Was ich mich auch frage, ist ja, kann man hier oben die Strecke nutzen oder nicht? Oh, wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Wir sollten die Folge mal enden lassen. Die Frage ist halt, ob wir hier oben noch die Strecke ausbauen können und dann hier oben die Schiffe langfahren dürften. Das wäre echt eine coole Frage, weil im Moment ist das ja ein bisschen eintönig, dass da oben nur der ganze Verkehr hingeht oder dann auch hier oben hinfährt. Es geht ja alles, so wie ich das mitgekriegt habe. Auch mit dem Terraforming-Tool könnte man ja notfalls ja, Landschaften bauen, die hier drauf passen. Können wir nach links noch, ja, hier oben können wir noch erweitern. Das ist auch nicht schlecht. Im Moment haben wir eine Landschaft 4×4. Das heißt, ein Radius fehlt uns noch. Über den sollten wir auch noch schaffen. Und ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich bei allen, die wieder mit dabei waren. Und würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder mit einschaltet. Und die nächste Folge ist heute um 16 Uhr. Wieder pünktlich auf meinem Kanal. Und bis dann eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns dort rein und ciao.